Guten Abend zum Top-Typ. Und das ist ein Mann mit Ecken und Kanten. Der Tierschützer Erwin Kressler ist für all die, die es nicht so ernst nehmen mit dem Tierschutzgesetz, mehr als eine lästige Fliege. In seinen VGT-Nachrichten deckt er Missbrüche gnadenlos auf, kämpft vor Gericht für die Rechte der Tiere und schwört auf vegetarische Ernährung. Was er von Tiertransport haltet, wieso er Tiere nicht als unterklassig anschaut und wie er mit wüsten Drohungen umgeht, im Top-Typ von Mario Testa. Übernehmen hat der Erwin Kressler wie Sand am Meer. Seine Finde nennen ihn einen Psychopathen, militanten Extremisten oder auf gut Schweizerdeutsch auch einfach häufig einen Sauhund. Bei all denen, wo der Erwin Kressler mit seinen Bemühungen zum Wohl der Nutztiere aber auf offene Ohren stößt, gilt er fast ein bisschen wie ein Robin Hood von den Tieren. Ein Titel, den er so gern kann akzeptieren. Robin Hood-Geschichte ist eigentlich im Kern das, dass er sich gegen die Unterdrückung von Wehrlosen durch die Obrigkeit, Staat und Kirche zur Wehr gesetzt hat, dann als Folge von dem zum Rechtlosen erklärt worden ist und hat ja, verfolgt worden ist von der Obrigkeit. Und so geht, genau so geht es mir auch. Die Waffe von Erwin Kressler in dem ungleichen Kampf ist aber nicht mehr Pfeil und Bogen, sondern sein Heftli, die VGT-Nachrichten, die er in einer Millionenauflage alljährlich zweimal in die ganze Schweiz verschickt. Das Ziel, das er damit verfolgt, ist, Aufklärung zu betreiben über all die Missbrüche und Missstände, die es auch in der Schweiz bei der Nutztierhaltung noch immer gibt. Heute kann niemand mehr sagen, er hat es nicht gewusst. Es ist schon über so viel berichtet worden. Die VGT-Nachrichten sind schon in jedem Briefkasten mindestens einmal gekommen in der Schweiz. Und auch sonst, man hört es, wer es wissen will, weiss es. Und wer das, der muss das halt sich dann letztlich, ich bin nicht Gott oder der Richter, der nachher die muss bestrafen. Ich bin auch immer dagegen gewesen, wenn Tierschützer empfehlen, im Tierhalter, Terroraktionen, bin ich immer dagegen gewesen. Ich tue die zwar öffentlich anprangern, ich muss das dokumentieren, immer in Kauf, dass Scherereien bekommen, aber gezielte Strafaktionen mache ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu informieren. Für die Menschen, die wirklich Menschen sind und es wollen wissen. Seit über 17 Jahren betreibt Erwin Kressler jetzt schon die Aufklärung. 1989 hat er seinem erlernten Beruf Bauingenieur mit einem Doktortitel den Rücken gekehrt und den Verein gegen Tierfabriken gegründet. Dass es aber gerade zu einer Lebensaufgabe würde werden, hat er dort mal noch nicht gedacht. Vor 17 Jahren habe ich den VGT gegründet und ich habe nicht gedacht, dass ich das so lange mache. Also ich habe gedacht, einige Zeit am Anfang und dann hat sich das einfach immer mehr zur Berufung entwickelt. Ich habe gesehen, es macht sonst niemand und es ist dringend nötig, dass etwas macht. Das hat mir einfach schwer gemacht, einfach wieder aufzuhören. Und das hat er bis heute nicht. Gerade diesen Monat ist wieder eine neue Auflage der VGT-Nachrichten erschienen. Lange habe er gehofft, Aufklärung und Aufzeigen von Missständen lange in der Schweiz, um Missbrüche zu verhindern und die Rechte der Nutztiere durchzubringen. Da habe er sich aber gewaltig getäuscht. Ja, ich habe viele Illusionen aufgegeben. Am Anfang habe ich gedacht, das muss man nur bekannt machen, dass das immer noch so ist. Und dann wird das beseitigt, oder? Als guter Bürger, der mal Staatskundeunterricht gehabt. Und wie dort in der Schweiz Rechtsstaat, Demokratie, gute Organisation organisiert ist, das habe ich alles geglaubt. Und heute muss ich sagen, wenn es einfach gewissen mächtigen Kreisen nicht passt, dann nützt alles nichts. Der Glaube in die Politik und die Justiz habe er immer mehr verloren. Spätestens, nachdem die ihn ganz gezielt zum Sündenbock, Psychopath oder Extremist aufstilisiert haben. In Neonazi-Ecken hat man mich auch noch drängen. Das ist ja auch so furchtbar. Ich habe mit denen absolut null. Ich finde, das ist der letzte Abschaum. Aber das Bundesgericht hat es geschafft zu sagen, man dürfe sagen, ich habe Kontakt mit Neonazis, mit ganz verrückten Konstruktionen, einfach um mich irgendwie fertig zu machen. Fertig machen hätte ihn in der Vergangenheit nicht nur die Obrigkeit wollen. Vor allem bei den meisten Nutztierhaltern ist er gar nicht gern gesehen. Und die primitivsten Drohungen bis hin zum Mord sind bei ihm darum auch schon fast an der Tagesordnung. Das zeigt ein kurzer Blick ins Internet auf seine Homepage, wo er ein paar Eindrücke von diesen Telefonanrufen zum Abladen zur Verfügung stellt. Ein schöner Gruß und Sie sind das größte Arschloch auf der Welt, will ich Ihnen sagen. Sie fragen, sind Sie eigentlich noch normal? Nach meiner Ansicht spinnen Sie im höchsten Grad. Schau mal, Sie müssen aufpassen, Sie werden nächstens erschossen, du Idiot.
Die ganzen Morddrohungen könne er ja gar nicht anders als mit Humor nehmen. Seiner Frau Hankerum macht es richtig zu arbeiten, meint er. Und aufhören wird es mit den Drohungen auch nicht so schnell. Gerade jetzt, mit der Diskussion um allfällige EU-Tiertransporte quer durch die Schweiz, wird er mit seinen Aussagen auch nicht wieder alle glücklich machen. Ja, das ist auch so ein Drama. Also vor ein paar Jahren hat der Bundesrat Guspin versprochen, schriftlich, das Verbot von Tiertransport durch die Schweiz durch, das werde nicht angetastet in den Verhandlungen mit der EU. Das liegt schriftlich vor. Und jetzt macht das Bundesamt für Veterinärwesen heimlich das Gegenteil. Das ist einfach wieder ein Verhandlungspoker mit der EU. Tier kann man opfern, dann kann man vielleicht auf andere Sachen wieder etwas, oder? Das ist eben, die Tiere kommen am Schluss. Es gäbe nämlich keinen einzigen Grund, wofür Tiertransport durch die Schweiz sprechen. Wir beteiligen sich höchstens noch an einer grausamen Machenschaft. Wir haben eine Transportzeitbeschränkung von 6 Stunden. Gut, in dieser Zeit fährt einer von Basel nach Chiasso. Und? Mehr merkt er nicht von unserem Tierschutzgesetz. Das ist eine absolute Irreführung von der Öffentlichkeit. Und in dem Punkt will er auch die Medien in der Schweiz wieder mal an ihre Verantwortung erinnern. Gerade wenn es ums Aufzeigen von Missständen ginge, zeige ich kaum ein Medium genug Mut, auch mal die Machenschaften vom Staat anzuprangern. Was wirklich abläuft in Sachen Tierhaltung, das ist jetzt noch nie breit in den Medien aufgedeckt worden. Und im Schweizer Fernsehen hat ganz stark die Tendenz, Tierhaltung in der Schweiz zu beschönigen. Das haben wir in der 10 vor 10 Sendung gestern typisch gesehen. Das war ein Vorzeigetiertransport, der nur 20 Minuten gedauert hat. Mit liebevoll sind die Säule verladen worden. Also etwas absolut Untypisches, auch für Tiertransport in der Schweiz. Tiere werden seiner Meinung nach in unserer Gesellschaft schlicht diskriminiert. So wie früher Schwarze als Menschen zweiter Güte gegolten haben oder die Juden von den Nazis als Parasiten abgestempelt worden sind. Jetzt, wo eine Gleichstellung unter den Homo sapiens einigermaßen erreicht ist, gilt der Sinnkampf für genau diese Rechte auch bei den Tieren. Gleichmacherei wäre falsch. Aber dort, wo es gleich sind, und es gibt einen Bereich, wie ich gesagt habe am Anfang, auf emotionaler Ebene, der Fähigkeit zu leiden, Angst zu haben, sollte man es ähnlich rücksichtsvoll behandeln wie Kleinkinder. Jetzt nicht gleich behandeln, ich sage gleich rücksichtsvoll. Gleich im gleichen Maß vor Angst, Schmerz und Leiden bewahren. Und am einfachsten ginge das, wenn man aufs Fleisch essen verzichte. Jedes Nutztier, das schon gar nicht erst auf die Welt kommen müsse, bleibt vor Quälereien verschont. Ist sein einfaches, aber glasklare Argument. Ich sage immer Stereotyp. Essen Sie heute vegetarisch, Ihre Gesundheit und den Tieren zuliebe. Das ist einfach unser Spruch. Das Aufdecken von Missständen und das gleichzeitige Aufzeigen von artgerechter Nutztierhaltung sind Erwin Kessler seine Waffen im Kampf für den Tierschutz. Dass man es dabei nie allen recht machen kann, liegt in der Natur der Sache. Ich mache das für die, die es wissen wollen. Und das andere ist Schicksal und nicht in meiner Macht und Verantwortung, was es dann wirklich bewirkt.